Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu NHL 20, zu der Fantasy League der Ebel mit den Hellriders. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage gegen Linz am letzten Spieltag versuchen wir heute unser Glück gegen den AV 19. Ich hoffe, wir sammeln Punkte. Ich möchte wieder zurück auf den zweiten Platz. Ich werde jetzt dich zurückgestellt, habe ich beschlossen auf Pro. Oder mache ich es im nächsten Spiel? Mache ich im nächsten Spiel. Aber ich hätte ziemlich nur eine Eigenwerbung für mich. Ich würde mich freuen, wenn es bei meinen anderen Projekten auch vorbeischauen würdet. Wir Dying Light, SnowRunner oder der Fantasy League der DEL. Ich habe schon das Last of Us 2 gekriegt. Ich werde jetzt die Tage schauen, dass ich mir die Zeit irgendwie der Stil, um da Videos für ihn aufzunehmen. Werde halt auch wieder ein FSK 18 Projekt sein. Damit, dass ich mit YouTube keine Schwierigkeiten kriege, wenn ich es falsch, nicht, dass ich es falsch einstelle. Weil die Strafen, die sind ja horrend, was man so gesagt worden ist von einem anderen YouTuber, wenn man das mal falsch einstellt. Und schreibt es mir in die Kommentare rein, ob es überhaupt eine zweite Season von der Fantasy League sehen wollt. Das hat mich nämlich auch interessieren. So. Als Heimbulli verlieren wir. Rock Hoden. Aktueller Aufnahmetag ist jetzt für die nächsten Videos der Sonntag. Ja, auch der 20. Juli. Aber ich vermute, er muss vom Eis. Weil ich glaube, die Handschuhe bei ihm zuerst geflogen sind. Na, guck mal wieder mal. Hier, echt gemeint. Rock muss vom Eis. So, Wolf. Unser Kapitän am Bulli. Wie ich zurückgestellt sind auf Pro. Er ist kurz ein wenig da. Oder? Ah, Kim, scheiß drauf. Wir werden das auch nicht da, werden wir schon auf der Höhe, hoffe ich. Die Liste ein bisschen interessant heute. Blattmann! Ah, da war jetzt gut gewesen, wie noch einer gestanden war. Holze. Okay, Blattmann. Ah, nicht. Aber es ist das erste Drittel. Es ist das erste Drittel gerade, wenn ich ihn fast das erste Drittel.
Und die Playoffs, glaube ich, mal ausgerechnet starten damit. Was habe ich gesagt? Mit 8. Na? Bin jetzt fast gelogen. Mit 20. Juli starten die Playoffs. Hier bei diesem Projekt. Oder die Vorrunde. So die Playoffs. Sie müssen dann am 18. Juli der Spieltag 40 sein. So, der Raffi. Am Tor vorbei. Ansatz war gut. Der Ansatz war gut, aber er war am Tor einfach vorbei. Ein paar Projekte sind nämlich schon bei mir auch in der Überlegung noch. So 8 bis 9 Projekte, wo der Last of Us eines der das Neueste ist. Puh, ich würde gerne mal wieder ein UFC-Projekt machen. Hier sehen wir unseren Topstalker. Natürlich Last of Us 2, Tomb Raider. Also Projekte, wo es mir dankt hat. Aber momentan, es ist halt einfach so viel zum Arbeiten in der Vorschule. Kurzen Moment 3 gegen 5. Oder 4 gegen 5, weil so ein Powerplay ist ja schon zu Boglof. Gibt's ja nicht. 6 Minuten zum Spielen im ersten Drittel. Bis neulich habe ich ja die DL aufgenommen. Am gestrigen Tag. Ja, da war ich so überdraht durch die Hitzen. Dass ich dann wirklich froh war, dass ich eine Runde, bevor das Wetter gekommen ist, schwimmen gehabt können. Auf noch das Gewitter bei uns. Leck mir Mosch zum Feuerbrenner. Da ist es, das war's zu aus. So, und ich bin krieg, wer es geschossen hat. Ja, yeah, hier ist er, Jack. Unser Mann mit der Hausordnung, unser Angel Dust, hat den Ausgleichstreffer hingelegt. Irgendwann muss ich, irgendwann habe ich ja gesagt, stehe ich dann wieder zurück auf Pro. Da war zu langsam, da hätte man schneller, da hätte man schneller sein müssen mit einem Mann fahren. Krucke. Ah, der Tabellendritte gegen den Tabellenletzten spielt heute.
Sie wollen halt nicht mehr Letzter sein und wir wollen nicht mehr Dritter sein. Wir wollen wieder an die Spitze aufkommen. So, Brandy. Ah, das war jetzt noch super gewesen. Ein Tor vor dem Ende des Drittels, dann hätten wir wenigstens mit einem 2-1, wären wir in die Drittelpause gegangen. Dust. Blattmann. Hat keine Strafe mehr, selber ausfassen. Rafe am Bulli. Und da ist es, 2-1 für unsere Nummer 1 vom Rafe. Mein absoluter Fan aus der Abo-Notgruppe, der was dann hier zu den Hellriders gekommen ist. Vom Top-Kommentarschreiber zum Mitspieler der Hellriders um die Titel. Blattmann. So, Raffi. Der Raffi ist auch für den Platti da. In unserer Hölle machen wir die Regeln. Heute am Bulli. Das war jetzt ein super Tor gewesen, wenn meine Jungs richtig gestanden waren. Jawohl, Badora vor dem in die Parade auf Erik Berg, der Mann von den Berliner Eisbären. David Wolf, der Mann von den Adlern Mannheims am Bulli gewesen. Stein auf Kukri, auf David Wolf. Thank you.
Jawohl, hat der Mexio von Pico. Michi Wolf, der Kapitän des ERC Red Bull Münchens, hat dann seine Karriere mit letzter Saison beendet. So, HB, komm schon. Ah, am Tor vorbei. Gibt's ja nicht. Fuck! Fuck! Mein eigener Fehler. Dass dies tot süß hat, dass er mit ihm vom Schläger auch gebündelt hat. Was dann da auf, wenn da ein Mitspieler eh schon da steht? Ah, das ist ja mal in den Spiel. Zwei zu zwei durch einen Fehler von mir selber. Jetzt braucht man Ausgleichstreffer. Jetzt steht er mit dem Rücken zum... Abseits. Dann kriege ich wieder Abseits. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen genervt, gell? Aber der Fehler nervt mich jetzt, was ich jetzt gemacht habe. Es war jetzt sicher jetzt ein 2 zu 2 geworden, gell? Aber dann war es ein 2 zu 2 und kein 3 zu 2. Und da ist der Ausgleichstreffer von unserem Viking. Vom Brandy. Jetzt müssen wir gerade noch einen Führungstreffer schießen. Fünftes Tor in dieser Saison vom Brandy. Benedikt ist schon gut gestanden. Maxi, tut mir leid. Aber noch vier Toren wird der Tag Kohli so oder so austauscht. Time of the goal, 11 minutes, 21 seconds.
So. Ich hoffe, dass der Hannes jetzt das Tor schießt. Geht's doch, Füche! Einen Ausgleich braucht man. Ja, ich weiß schon, er braucht noch ein Tor zum Hattrick. Das interessiert aber mich herzlich wenig. Gaucho. Drei Schlägereien gewungen. Ist wenigstens das, mal das, was an heutigen Abend positiv ist. War vielleicht der Glücksfall gewesen, dass man nur den Ausgleich verschießen. Das gibt's ja nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Niederlage mehr auf unserem Konto. Sei es einer vergund, sie sind eher am Tabellenletzten Platz. Playoffs kennen wir ja so oder so. Wir haben keine drei Stars auf der Liste. Na, schauen wir mal, wohin das mal rutschen. Ja, wahrscheinlich eher auf dem vierten nachher. Gegen die Wiener spielen wir. Das heißt, der Tabellendritte gegen Tabellenzweite das nächste Mal. Der Dritte gegen den Zweiten. Viele Spiele haben wir nicht mehr. Aber wir gehen die Liste trotzdem durch. Mit 54 Punkten an der ersten, am ersten Tabellenplatz ist der KAC. An der zweiten, am zweiten Platz sind die Wiener Kräuter 5, die Salzburger 6, Graz 7, Bozen 8, Villach 9, Innsbruck 10 ist der AV 19, der hat mit die Bulldogs tauscht.
hat seiner halt echt was gebracht. Dass sie zumindest nicht mehr auf dem letzten Platz sind. Aber war ein gutes Spiel, es war so gesehen ein gutes Spiel. Aber ich stehe jetzt zurück auf Pro. Na, das ist verkehrt. Ich stehe jetzt zurück hier auf Bro. Jetzt muss ich gerade nur mal was in die Gameplay-Regeln nachschauen. Es wisst ja, ich tue ja nichts ohne dass ihr jetzt nicht dabei seid, gell? Gehen wir da mal auf 70 zurück. Und da bleiben wir auch auf 70. Na, schauen wir mal, ob da die Strauchen nicht ein bisschen aus, dass wir Strauchen nicht ein bisschen rausnehmen. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Das war's wieder für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann schauen wir, dass wir in den nächsten 10 Spieltage nur ein paar Punkte da machen, dass wir wieder die Führung übernehmen. Wir brauchen ja gerade mal nur 2 Spiele Gewinner, das gegen Wien und Linz brauchen wir Gewinner. Dann hebt man wenigstens 56 Punkte. Da müsste der KAC aber zweimal verlieren, was ich zwar nicht glaube, aber wäre zumindest möglich, gell, dass man nach vorn kann. Ja, und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.